Leute, guten Morgen, was geht ab? Ich warte gerade noch auf die Jungs, auf Dustin und Daniel. Für uns geht's heute nach Willingen, das erste Mal in den Bikepark. Und ja, wir werden mal sehen, was uns dort erwartet. Hoffen mal, dass wir trockenes Wetter erwischen. Und den Rest werdet ihr im Video sehen. Haut rein, bis gleich. Ich habe heute für euch den gesamten Trail abgefilmt, weil mich hat es immer gestört, wenn ich bei YouTube nach Trails gesucht habe in verschiedenen Bikeparks, dass ich immer nur stückchenweise die Trails sehen konnte und deshalb gibt es bei mir von vorne bis hinten. Das Ding eignet sich wirklich hervorragend zum Warmfahren, ist teilweise etwas tretlastig, aber das ist halt eben gerade perfekt dafür, dass ihr dann wirklich die erste Runde euch mal richtig schön warm macht, ein bisschen tretet und mal richtig schön auf Temperatur kommt, damit ihr im Anschluss danach richtig schön auf das rockige Gelände gehen könnt. Weil es sich so schön anhört, gibt es jetzt mal den Bike Sound raw auf die Ohren. Da drückt in den Bein. Ja Leute, zum Ende hin wird es dann etwas anstrengend. Es wird da wirklich viel getreten und viele Kurven, die einem echt die Kraft rauben. Aber trotzdem wirklich zum Einfahren macht super viel Spaß und lohnt sich auf jeden Fall. Thank you.
Leute, auf der Flow Country geht es schon etwas schneller voran. Es sind kleine Sprungelemente, kleine Tables eingebaut. Kurven, Flowy-Kurven, macht super viel Spaß auf jeden Fall. Gerade auch, wenn ihr auch eure Kurventechnik noch ein wenig verbessern wollt, eignet sich dieser Trail wirklich hervorragend und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Macht auf jeden Fall Laune. Kurz hier irgendwo starten. Warten. Fahr hier raus. Ja, Leute. Erstes Mal Bikepark dieses Jahr in Willing. Auch das erste Mal in Willing generell. Und man merkt dann doch, dass die Kondition etwas schwindet. Und warte, dann geht's mal gut. Ja, ich weiß, danke. Also ja, der kleine Dustin. Tschu! Also was ich sagen wollte, die Luft ist dann relativ schnell raus, das erste Mal. Und dann machen wir zwischendurch mal eine kleine Erholung. Aber jetzt geht's weiter. Alles gut? Ja. Das erste Mal, dass Daniel vor meinen Augen hinfällt. Auch mal cool, weil bisher war ich es immer. Von daher, aber alles cool und weiter geht's. Nice. Jetzt hätte ich doch Knieprotektoren gebraucht. Hast du keine an? Hab keine. Ja, hat er erst bestellt. Die sind noch nicht gekommen. Na los, komm. Ja, Leute, tut euch selber den Gefallen. Spart nicht an Protektion, an eurer Sicherheit. Denn wenn ihr einmal blöd aufkommt, kann es noch so doof kommen. Da kann das Knie kaputt sein oder sonst was. Also tut euch selber den Gefallen und safety first. Okay.
gehen die Flow und Flow Country ineinander über. Von der Freeride gelangt ihr auch hier hin. Das ist quasi das letzte Stück und unten kommt am Ende noch eine kleine Jumpline. Jetzt kommen hier sehr viele Kurven, ist relativ langweilig, aber trotzdem, wie gesagt, um die Kurventechnik ein bisschen zu verbessern, kann man hier auf jeden Fall auch ein bisschen um die Kurven heizen und die sind wirklich gut geshaped, schön gebaut und da kann man auch mit Speed ordentlich durch. Das war Teil 1 aus Willing. Der nächste Teil wird nochmal die Enduro und die Freeride vorgestellt. Das würde jetzt aber das Video leider zu lang machen, deshalb kommt das separat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß im Video. Lasst gerne mal euer Feedback da, wie ihr es findet, dass ich euch den ganzen Trail gezeigt habe. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt. Oder ob ich es dann zukünftig wieder so machen soll, dass ich die coolen Passagen euch zeige. Da lasst mir gerne mal euer Feedback da. Über ein Abo und ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen, damit der Kanal weiter wachsen kann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute!